Hallo und herzlich willkommen hier zu Paradise. Es geht weiter hier. Ja, das letzte Mal sind wir hier sozusagen angekommen im Palast sozusagen von dem Prinzen hier. Ne? Wir wissen nichts. Wir haben so eine Teilamnesie, wenn man so will. Wir wissen noch, dass wir in Europa herkommen und so weiter. Aber ja, wir heißen jetzt Anne Smith. Ne? Ja gut, ob das Smith tatsächlich so ist, der Nachname. Das weiß ich nicht. Also habe ich da vorgelesen. Ich habe es natürlich schon wieder vergessen. Er kennt mich ja. Ich will mal ganz kurz nochmal sehen. Lass mich mal gucken. Hallo. Genau, doch, sie heißt Anne Smith. Ja, dann ist es doch so. Ja, dann vergesst, was ich gesagt habe. Ne? Aber wenn ich es jetzt gerade schon in der Hand habe. Ah ja, das sind diese Symbole, was das so heißt, aber wir haben eigentlich schon alle Symbole gesehen. Bewegen, linke Maustaste, Doppelklick, Rennen. Interaktion ist einfach, links, Ort, den sie benutzen, erreichen wollen, okay. Wenn es nur ein Punkt ist, dann ist da keine Aktion, okay. Ja. Aha, man kann auch Charaktere verärgern, lese ich jetzt hier gerade. Interessant. Gut, später anscheinend können wir sogar noch den Leoparden steuern. Ja, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Ja, will mal jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. So, also wir machen hier mal weiter. Wo gehen wir denn zuerst lang? Ich würde sagen, wir gehen erstmal links rum. Wir fangen links an und arbeiten dann nach rechts rüber. Gehen wir mal nach links. Okay, hier ist nichts im Bild. Ich muss ja natürlich gucken, dass hier irgendwas ist oder so, ne? So ein bisschen durchs Bild scrollen hier mit der Maus. Weil sonst kriege ich hier wieder Ärger mit euch. Wenn ihr wieder sagt, ja, ich jump ja durch die ganzen Szenen durch und übersehe wieder die Hälfte, ne? Aha, okay. Moment mal. Die können wir reden. Mit beiden oder ist es immer nur mit einer? Ich weiß es nicht. Fangen wir mit ihr an. Oh, seien Sie ruhig. Okay, danke. Sie stören uns. Ja, ist schon recht. Also man will uns ja nicht. Dann, ja, hier ist eine Glockenseil. Da können wir nichts dran machen. Ja, gehen wir mal hier zur Tür. Da kommen wir rein. Okay. Ah, ein Springbrindle. Schön. Oh Gott, ich verlaufe mich doch irgendwann. Ja, das ist nämlich, jetzt habe ich wieder so viele Optionen. Hier kann ich nach da runter, da kann ich da raus. Ich gehe mal da raus erstmal. So, was haben wir denn hier? Ist das der Garten? Hier ist eine Palme oder eine Bank. Jo, hier gibt es Pfützen, da hat es wohl erst geregnet oder so. Was kann ich hier machen? Ist hier ein Abfalleimer? Ich kann hier in dem Doch, ich... Ah, ein Ast. Sieht wie ein Teil eines Werkzeugs aus. Ein Werkzeug? Ein Stock, also... Naja. Was können wir mit dem Stock anfangen? Ja, wir würden schon irgendwie brauchen. Mehr ist ja nicht, siehst du? Da musst du immer durchs Bild scrollen, weil sonst übersiehst du da was. So, wir können jetzt... Unsere Optionen sind... Nach oben. Also nach da. Und nach da zurück. Wir gehen mal da weiter. Ja, das haben wir von draußen, vom Zimmer aus gesehen. Ah, hier ist noch jemand. Ja, 60 Charaktere soll es hier geben. Das wird so spannend. Hallo. Sie müssen die junge Lady sein, die den Unfall mit dem Flugzeug hatte, nicht wahr? Ich bin Mustafa. Ah. Das ist der Mustafa. Ja, Mustafa, erzähl mal ein bisschen über dich. Du arbeitest hier, Mustafa? Ich kümmere mich um den Garten, Miss. Ah, also bist du der Gärtner. Gut, kannst du was zum Prinzen erzählen? Er ist wunderschön. Wer der Prinz? Der Prinz muss oft hierher kommen, um den Anblick und die Düfte zu genießen. Er mag ihn sehr, glaube ich. Aber im Moment leidet er wieder am Schmetterlingsfieber, wie man sagt, und er verlässt seine Räume nicht.
Was heißt da wieder? Also kann man... ist die Krankheit nicht tödlich oder so? Aber man kann es halt immer wieder haben. Naja, gut. Okay, dann red mal weiter mit dem Prinz. Ich würde wirklich gerne den Prinzen sehen. Wie ich sagte, er verlässt sein Zimmer nicht, Miss. Und Kader, der Wächter, wird sie nicht durchlassen. Ah, da wo der Typ da stand, der Große, da ist anscheinend das Zimmer vom Prinzen. Okay. Ja, dann müssen wir den irgendwie wegbekommen, damit wir da mal rein können. Weißt du, wie ich von hier fortkommen kann? Frauen verlassen den Harem nicht, Miss. Ja, leider nicht, ne? Irgendwann werden sie vielleicht mal verkauft an jemand anders. Mother Gane muss eine wunderschöne Stadt sein. Die Leute verschwinden. Bald wird niemand mehr in der Stadt sein. Okay. Ja, wahrscheinlich wegen Krieg. Warum verlassen die Leute die Stadt, Mustafa? Die Rebellen sind abscheulich, Miss. Sie kommen aus dem Norden und töten jeden. Hm. Okay. Ist natürlich schlecht. Ich muss gehen. I have to go. So, jetzt können wir hier nach oben. Ach je, also die ganzen Bilder, hier können wir was angucken. Also, es gibt hier schon wieder zu viele Wege für mich. Ach, eine Tür, ach so, hier ist noch ein Stock. Warum sammeln wir hier Stöcke? Müssen wir jetzt hier bald ein Lagerfeuer machen? Also die Tür, die können wir nicht öffnen, die können wir nicht angrabbeln. Alles klar. Ja, ich habe eigentlich gedacht, man guckt sich das Ding hier an. So, das haben wir dann auch schon. Hier geht's nach oben. Hoffentlich. Ah, nee, gut, okay, alles klar. Warte mal. Ja, manchmal kommt da eine Lupe und. Aber das zählt für hier, ne? Will hier nichts übersehen. Okay. Kokosnüsse gibt's an Palmen wohl nicht. Das sind keine Kokospalmen, denke ich mal. Hier gibt's diese Fächerpalmen. Ach, hier ist ein Turm. Ein Türmchen. Tja, wir werden wohl erstmal einfach die Gegend und erkunden und uns so langsam die Puzzleteile zusammensuchen, die wir brauchen, ne? Ach, schau an. Seerosenteich, hier gibt's hier auch. Hier können wir wieder mit jemand tröten hier. Wir sind jetzt. Wo sind wir jetzt hergekommen eigentlich? Ja, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ah, ich nehme an, das war die Tür, wo wir da angeguckt haben, wo der Stock lag. Wir sind hier jetzt hochgelaufen. Hier ist eine große Foliere. Ich glaube, sowas nennt man das so. Hier geht's noch weiter. Ach, du Heiliger. Ja, das ist gerade so ein richtiges Wow wieder mal. Ne? Die Grafik ist natürlich nicht so beeindruckend jetzt hier. Ihr müsst das Alter des Spiels natürlich betrachten. Ne? Boah. Wie alt ist es jetzt? 2006 habe ich gesagt, jetzt haben wir 23, dann sind es 17 Jahre. Ne? Vor 17 Jahren war die Grafik halt noch nicht ganz so atemberaubend wie heutzutage. Oder ja, allein schon hier eine extra Grafikkarte brauchst, um im Spiel hier anzeigen können zu können. Teilweise, ne? So, was ist denn das? Hier gibt's wieder ein Schlüsselloch, okay. Hier müssen wir irgendwas aufschließen. Ja, es wird wirklich nichts dazu gesagt. Das finde ich ein bisschen schade, aber okay. Also hier wird man einen Schlüssel brauchen. Hier können wir aber durchlaufen, wenn wir das wollen. Hier geht's noch weiter. Ich werde sicherlich irgendwo was übersehen. Dann bitte ich um einen leichten, dezenten Hinweis natürlich. So, hier wird man wieder nach unten kommen, nehme ich mal stark an. Das können wir ja mal ganz kurz machen. Ah, wir können auch ein bisschen rennen. Ah, okay, aber hier ist... Es erinnert mich schon wieder fast an Mystia, also diese komischen Rohrleitungen und so weiter. Noch ein Stock, was soll denn das? Also wir sammeln doch wirklich für ein Lagerfeuer, oder? Also so langsam glaube ich das nämlich. Jetzt gehe ich trotzdem mal hier unten weiter. Hier geht der Brücklin über. Ich weiß nicht, ob man hier auch lang kommt dann hier später, ne? So, was ist denn das hier? Und dann halt Wasserspiele machen. Ja, offensichtlich. Hier ist so ein kleines Wehr sozusagen, so ein Schleusedörle. Aber wir können hier noch nichts machen. Wahrscheinlich kommt es erst, wenn halt irgendwie erforderlich ist, dass wir hier was verstellen müssen.
Ja, man kann hier nicht einfach schon mal rumspielen. Was haben wir denn hier? Hallo? Okay. Gar nichts. Aber da war doch gerade das Interaktionssymbol. So, das ist doch der Gärtner, ne? Miss, ich weiß nichts Interessantes, was ich Ihnen erzählen könnte. Okay, danke, dass du uns nicht zuschmachst dann extra noch. So, jetzt mal gucken. Hier ist nichts mehr. Gehen wir nochmal nach rechts weiter. Ja genau, jetzt sind wir einmal hier rum. Warte mal, das ist doch bestimmt so, dass man das Ding hier rüberklappen kann. Aber das ist doch, glaube ich, ein riesen Käfig hier, oder? Mal schauen. Ich gehe mal hier jetzt wieder in die Richtung. Ah ne, dann gehen wir wieder da. Oder ne, jetzt sind wir doch hier davor. Hier ist so eine Seilwinde. Okay. Ja, hier der Turm, ne? Da wird man bestimmt auch noch hinkommen. Also hier können wir nichts machen mit dem Ding hier. Vielleicht später noch. So, ich gehe jetzt erst wieder nach oben. Jetzt haben wir das nämlich erkundet hier. Gehen wir erst nochmal nach oben. Also Zippen gibt es hier nicht im Spiel, aber man kann schneller laufen. So, an den Treppen, das kennen wir ja schon. Da laufen die Charaktere immer ein bisschen vorsichtiger und langsamer. So, dann würde ich sagen, reden wir mal mit ihm, mit ihr hier. Mit ihm hier, ja genau. Mit S hier. Wer weiß, ne? Hallo. Ah, du musst das Mädchen sein, das sie in der Wüste fanden. Ich mag Ausländer nicht sehr, weißt du? Ja, schön, dass du es mir gleich so ins Gesicht schmierst. Und wir können ja jetzt mit jeder Menge Leuten hier oder über jede Menge Leute reden. Ja, ich fange mal oben an. Aisha. Aisha ist sehr freundlich zu mir. Aisha ist deine Dienerin. Danke. Der Harem. Wie kam ich hierher? Kannst du mir das sagen? Man fand dich am Rande der Wüste. Sterbend. Sie kümmerten sich im Krankenhaus von Madagen um dich. Dann brachten sie dich hierher zum Harem, weil es ein guter Ort ist, um wieder gesund zu werden. Okay, aber so schnell kommen wir wohl auch nicht aus dem Harem wieder raus, ne? Dieser Palast ist ein seltsamer Ort. Irgendwie unwirklich. Wie gut ist die Welt, Ausländerin? Geht es uns hier nicht besser? Sagt doch gleich Effendi zu uns, ne? Ist auch irgendwie so abwertend, finde ich irgendwie. Wenn man jemand sagt, so Ausländer zu dir, dann also, finde ich nicht schön. Krieg? Dieser Ort ist ein Hafen der Stille. Aber manche sagen, dass der Krieg bald vor den Toren von Madagain ankommen wird. Innerhalb dieser Wände bin ich die geliebte Herrin. Was dort draußen geschieht, kümmert mich nicht. Tja, ja, man sollte aber ab und zu mal auch über seinen Tellerrand hinausschauen und sich darum kümmern, ne? Nicht nur sagen, ja, pö, hier drin, ja, interessiert mich nichts, was außen vor sich geht. Das finde ich total schlechte Einstellung. Krieg? Du hast noch nichts über die Revolution gehört? Unser König beschützt uns. Er ist ein Freund unseres Prinzen. Ja, und ja, unser Vater, ne? Das wissen wir aber nicht. Ich möchte den Prinzen dieses Palastes treffen. Du bist seine Lieblingsfrau, stimmt's? Du hast keinen Grund, meinen Mann zu sehen. Danke, dass die uns jetzt auch schon abschottet hier. Die ist nur eifersüchtig. So, den Gärtner haben wir getroffen. Der Gärtner scheint seine Arbeit zu genießen. Womöglich. Ich schenke den Dienern nicht allzu viel Aufmerksamkeit. Ja, das interessiert die nicht. Hauptsache, ihr geht's gut. Madame Suhafi scheint es nicht allzu leicht zu fallen, damit zu leben. Lammfleisch sehnt sich danach, wieder Lamm zu sein. Was meinst du damit, dass sie einstmals die Lieblingsfrau war? Nun, nur noch sie selbst erinnert sich daran. Okay. Dann der Wächter. Was tut dieser Mann dort drüben neben der Tür des Prinzen? Das ist Kader. Er bewacht die Räume meines Mannes. Er hat den Befehl, nur berechtigte Besucher passieren zu lassen. Er sieht nicht sehr gesprächig aus. Nein, das ist er nicht. Er ist stumm. Ah, okay, der ist stumm, der kann also gar nicht reden. So, da hat er also kein Gelübd abgelegt. Favorite heißes Hobby. Der Prinz muss ein sehr glücklicher Mann sein. Du bist wirklich eine sehr schöne Frau. Schön zu hören. Und wer weiß, vielleicht meinst du es sogar ehrlich. Nun verstehe ich, warum der Prinz dich zu seiner Lieblingsfrau erwählte. Deine Schönheit ist atemberaubend. Die anderen Mädchen im Harem können sich nicht mit dir vergleichen. Du bist sehr freundlich.
Deine Komplimente füllen mein Herz mit Freude, Ausländerin. Danke. Warum immer Ausländerin sagen? Ich habe auch einen Namen. Die Lieblingsfrau des Prinzen zu sein, muss seine Vorteile haben. Ich habe das Privileg, meinen Mann regelmäßig sehen zu können. Das ist schon etwas. Wenige der Frauen hier können das von sich behaupten. Okay. Nochmal. Wie kam es dazu, dass du die Lieblingsfrau des Prinzen wurdest? Was braucht es, um einen Mann wie den Prinzen zu verführen? Komm schon, sag es mir. Du bist zu neugierig, Ausländerin. Du langweilst mich. Mäp. Okay, Rope. Diese Kleider und der Schmuck, den du trägst, sie sind exquisit. Ach was, diese alltäglichen Dinge. Du solltest mich sehen, wenn ich mich für meinen Prinzen bereit gemacht habe. In einem dunklen, mit schwarzer Seide bestickten Kleid. Helle Farben schmerzen die empfindlichen Augen meines Mannes zu sehr. Hm. Da können wir uns ja verkleiden. Ich würde dich sehr gerne einmal in diesem schwarzen Kleid sehen. Würdest du es für mich einmal anziehen? Dieses Kleid ist mein wertvollster Schatz. Ich glaube nicht, dass mein Mann mich ohne es empfangen würde. Ich trage es nur anlässlich meiner Besuche. Anders als zu diesem Zweck verlässt es meine Räume nie. Ah ja, okay, also ich zieh's nur dann an. Erzähl mir mal was über Geneva. Prinzessin, ich will nach Hause zurück, nach Genf. Du musst etwas Geduld zeigen. Zuerst musst du warten, bis du wieder gesund bist. Ach, Geneva heißt Genf? Okay, interessant. Wusste ich jetzt nicht. Ich sag ja, Englisch spiele ich nicht so wirklich so gut. Wie hast du es geschafft, die Aufmerksamkeit des Prinzen auf dich zu ziehen? Wie wurdest du seine Lieblingsfrau und wie wurdest du in seine Räume eingeladen? Manche Geheimnisse sind nicht dazu bestimmt, mit anderen geteilt zu werden. Besonders nicht mit einer Ausländerin. Verlass mich jetzt bitte. Mensch, es war klar, dass die es uns nicht erzählt, ne? So, wir sehen jetzt wieder, wo die jetzt hingeht. Aha. Okay, die hat sich jetzt da irgendwo reingesetzt. Na gut, ich weiß ja nicht, ob wir die jetzt auch verärgert haben oder ob das halt einfach so gehört. Ach du Heiliger. Wir gehen mal zum Turm hoch. So, können wir da aufmachen oder nicht? Geht es? Ja, geht. Ach du Heiliger. Was haben wir denn da? Ist das hier ein Zaubererturm hier oder was? Hier haben wir ein Apparat. Noch mehr Zeug. Hier ist ein Buch. Lass mich mal kicken. Ach du Heiliger, das kann man ja aber ganz schlecht lesen. Ich versuch's mal. Matagane Parfüm. Zutaten für eine einzelne Dosis. Blaue Mandeln. Zwei Stempel von nachts frisch gepflückten Matagandia-Blüten. Was? Ja, da steht's auf Lateinisch. Eine Maßeinheit Berberwasser. Bringen Sie das Wasser auf kleiner Flamme zum Kochen. Zerreiben Sie eine oder zwei Mandeln. Mischen Sie das daraus erhaltene Puder mit dem Berberwasser. Fügen Sie die Stempel der Matagania-Blüten hinzu. Bringen Sie sie zum Kochen und warten Sie ein paar Sekunden. Ja, ich warte ein paar Sekunden. Da fehlten ein paar Sekunden, ne? Die dadurch erhaltene Destillation ist das gewünschte Parfüm. Ein paar Tropfen sind stets ausreichend. Was haben wir da noch? Ein Balsam gegen das Schmetterlingsfieber. Können wir da vielleicht? Was zermahlen Sie die Hörner von, was heißt denn das? Keine Ahnung, ein Viech da. Zu einem dicken Puder diese Mischung was energisch mit einer kleinen Menge einer pürierten, heißt es Dattel, ungefähr 15 Minuten verrühren, bis sich ein glatter, sahniger Teig bildet. Bestäuben Sie ihn langsam mit den essentiellen Gewürzen. Wenn erforderlich, gehen
geben sie einzelne Tropfen Alkohol hinzu, um die Zutaten zu binden. Wenn der Teig fertig ist, wickeln sie ihn in ein Laken. Oder was? Wickeln sie ihn in ein Laken, das vorher mit Ziegenmilch getränkt wurde. Ah, ein Laken mit Ziegenmilch. Was? Lassen Sie ihn 3 Tage über heißem Quellwasser ziehen. Der Balsam ist jetzt zur Verwendung bereit und mindestens 1 Jahr haltbar. Lagern Sie den Balsam in einem feuchten Keller. Ah ja. Dämonen verjagen. Ach du. Wie viele Seiten hat denn das? Okay, ja gut, dann lesen wir es noch. Das sind nicht mehr Seiten. Dämonen verjagen. Geben Sie 3 Unzen Quecksilber in sirupartiges heißes Öl. Warten Sie ein paar Minuten, drehen Sie die Hitze herunter und lassen Sie die Flüssigkeit abkühlen. Den abgestandenes Wasser und Bienenwachs hinzufügen. Drehen Sie die Hitze nach oben und rühren Sie um. Geben Sie 4 Prisen Ursalz und 1 Unze Schwefel hinzu. Nach ein paar Stunden vorsichtig abgießen und filtern. Trinken Sie nur einen Mund voll dieser Flüssigkeit und gießen Sie den Rest voll in die große aus schwarzem Ton gemachte Schüssel. Erhitzen Sie sie so langsam wie möglich, um den Ort, den sie reinigen wollen, mit wogendem Rauch zu füllen. Ah ja, okay. Trank der himmlischen Seligkeit. Gießen Sie die essentiellen Öle, 10 Tropfen in den grünen Tee. Vermischen Sie sie zu einer gleichmäßigen Beschaffenheit. Stellen Sie die Feigen... Stellen Sie die in Feigenessig eingeweichten essentiellen Salze bereit. Fügen Sie einige Tropfen Tollkirsche hinzu und verrühren Sie diese Mischung, bis sich große Körner bilden. Stellen Sie die Salze zur Seite und rühren Sie von Zeit zu Zeit um, bis sie nicht mehr feucht sind. Dann fügen Sie die Salze zu den Ölen hinzu und lassen Sie diese 3 bis 4 Monate vorbereitet für die nächste Sonnenwende ziehen in Maßen verwenden. Ach Gott, das ist ja ewig lang. So, ist wahrscheinlich überhaupt nicht wichtig. So, was haben wir hier? Okay. Wir haben hier Reagenzien. Können die eine einsacken, okay. Und die können wir nicht einsacken. Kann ich hier irgendwas machen? Nö, kann ich nicht. Ist das eine Mühle oder was? Aber dann rumdrehen kann. Aber ich kann ja nichts machen. Kann ich da vielleicht... Was ist das? Barbeywasser. Warte mal, lass mich mal was testen. Kann ich nicht hier reinlernen? Nee, kann ich nicht, okay. Tja, ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen soll. Sag mal hier. Ah ja, da haben wir so eine Apparatur. Da können wir wahrscheinlich einen Brenner anmachen. Wahrscheinlich mit Feuerzeug, oder? Nee, auch nicht. Das wird man wohl erst können, wenn wir es machen müssen, oder? Ja, das ist ein Destillierapparat, glaube ich, ne? Oder wartet mal, können wir da vielleicht das Wasser hier reinfüllen? Ah, das können wir, okay. Können wir jetzt den Brenner einschalten? Nö. Oder müssen wir da erstmal Öl reinleeren? Können wir auch nicht. Ja, aber
Kann den nicht einschalten. Aber scheinbar muss da noch mehr rein. Das wird es wahrscheinlich sein. Ja, können wir da Öl reinleeren? Nö. Aber das Wasser ist jetzt hier drin, ne? Das ist weg, ja. Ja, wir brauchen da wahrscheinlich noch mehr Zutaten und dann können wir hier was destillieren. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir das Balsam da machen müssen dann hier sozusagen, ne? Warte mal, geht's raus? Hier geht's in den Keller. Hier geht's, hier ging's auch noch irgendwo hin, oder? Ne, auch nicht. Doch nicht. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Ah ne, da geht's wieder raus. Und hier? Ah, hier geht's noch weiter. Ah ja, jetzt sehen wir das von der Seite hier. Hier ist ein Teleskop. Okay, das ist auf eine Frucht gerichtet. Okay. Schön. Ist das die Dattel oder was? Ich weiß es nicht. Okay, ich komme hier aber nicht weiter. Weil darum geht's hier nicht? Nee. Also ich kann... Nee, kann ich nicht. Ich kann zwar irgendwo, aber ja. Ja, was... Dieses komische Babelquartor, was ist denn das? Also... Oder müssen wir das Parfüm hier machen? Kann das sein? Dass wir das machen müssen? Genau, das ist das Berberwasser. Und da brauchen wir jetzt Mandeln. Ja gut, da müssen wir gucken, wo wir Mandeln herbekommen. Und dann müssen wir das wahrscheinlich da machen. Ja gut, alles klar. Und das können wir hier zermahlen, die Mandeln wahrscheinlich. Gut, im Moment sehe ich keine. Vielleicht habe ich sie auch schon wieder übersehen. Aber ich gehe jetzt erstmal wieder raus hier. So, das war das. Wo kommen wir denn hier weiter? Hier. Warte mal, können wir hier noch irgendwie... Nee. Wir müssen wahrscheinlich zu der Frucht kommen. Das wird eine Wucht mit der Frucht. Sag mal hier lang. Hä? Das verwirrt mich immer ein bisschen hier, das ganze. Der ganze Garten hier. Da geht's runter, okay. Hier können wir. Hier können wir reinstehen, oder wie? Nee, können wir nicht. Können hier nichts machen. Können hier noch hier weiterlaufen. Gut, dann können wir wieder hier runter. Vielleicht können wir den Gärtner nochmal fragen, aber... Ob der weiß, wo es Mandeln gibt oder so. Blaue Mandeln. Die wir benötigen, eventuell. Vielleicht müssen wir auch irgendwie die Männer betören, sozusagen, hier, diesen Wächter. Miss, ich weiß nichts Interessantes, was ich Ihnen erzählen könnte. Okay, ja, hier, seht ihr, da habe ich wieder... Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte nur gerade sagen, da habe ich wieder diesen Interaktionsdinger hier. Ich kann hier nichts machen. Okay. Aber hier höre ich auch ständig den Pandascher krummeln hier. So, weiter komme ich ja sonst hier nicht. Also da ist die Tür, wo wir den Stock gefunden hatten. Ja. So, dann kommen wir wieder hier zurück. Dann haben wir den Garten hier schon mal angeguckt. Heieiei. Ja, das war jetzt schon... Wow. Also können wir noch eine Palasterkundungsfolge machen dann hier. Grüß Gott, ihr wollt wahrscheinlich auch nicht reden. Unterbrechen Sie nicht, Lady. Ja, ihr wollt auch nicht schwätzen. Danke für nix. Ich kann hier nach unten. Ich kann hier zur Tür gucken. Ich brauche wahrscheinlich einen Schlüssel. Ja, alles verschlossen hier natürlich, ne? So, dann gehen wir mal da lang. Hier ist noch... ist das die eine Tür, wo wir von da hergekommen sind? Die Tür ist verschlossen, aber ich muss dort durch. Ja, du musst schon wieder da durch. Ja, du weißt ja noch gar nicht, ob du da durch musst.
Ja, Moment mal. Hä, wo sind wir denn jetzt? Wir sind doch von hierher gekommen, oder? Ja, ah ja, gut, alles klar. Hier geht's nicht weiter. Dann gehen wir jetzt mal hier links weiter. Die wollen wahrscheinlich auch nicht reden, oder? Die sagen auch wieder, halt die Klappe. Oh, seien Sie ruhig. Ja, danke. Ihr seid wirklich böse. Böse Frauen. Wirklich böse. So, hier ist wieder eine Treppe. Oder sind wir jetzt einmal... Ah ja, wir sind jetzt einmal hier rumgelaufen, ne? Genau, weil hier ist wieder diese... Moment, wo ist denn die Dicke hin? Hallo? Wer bist du? Dich können wir nochmal durchfragen. Was heißt hier Nobody? Ich muss den Prinzen sehen. Ich muss. Wenn du versuchst, uneingeladen in die Nähe des Prinzen zu gelangen, schneidet dir Kader, der Wächter, deinen Hals durch. Nicht gerade so, was ich will. Warum rätst du mir dann, den Prinzen zu sehen, wenn niemand in seine Nähe vorgelassen wird? Das ist doch völlig unlogisch. Weil kein anderer dich aus dem Harem entlassen kann. Und höre auf, mich so anzufahren. Ich kann nichts dafür. Anfahren? Ich habe doch gar kein Auto. All diese Fragen sprengen mir fast den Kopf. Ja, okay. Ja, mehr. Jetzt kann ich mit der nimmer reden. Also da war noch so viel zu reden. So, wartet mal. Wir gehen jetzt nochmal hier nach links. Also jetzt hier nach da, halb links. So, was haben wir denn? Hier ist nur Aufzug wahrscheinlich. So, hier geht's nicht lang. Hier geht's auch nicht lang. Oder? Doch. Hier geht's lang. Was haben wir denn hier für eine riesen... Ah, wieder Vögel ließ. Da können wir... Ah ja, hier können wir zum Käfig hin. Aber das bringt uns nichts. Wir können hier nicht interagieren. Aber wir können hier um den Käfig rumlaufen, oder? Na, ja doch, nach da. Genau, nach da. Hier sitzt auch wieder jemand. Ach, das ist sie wieder, ja. Aber die wird nicht mit uns reden wollen. Wir sehen uns später, Prinzessin. Darf ich dich um einen Gefallen bitten? Ich habe Sehnsucht nach etwas Süßem. Könntest du mir ein paar süße Honigkuchen besorgen? Das wäre ausgesprochen nett von dir. Honigkuchen? Wie? Wir sehen uns später, Prinzessin. Darf ich dich um einen Gefallen bitten? Ich habe Sehnsucht nach etwas Süßem. Könntest du mir ein paar süße Honigkuchen besorgen? Das wäre ausgesprochen nett von dir. Na, jetzt fordert sie auch schon Sachen von uns. Okay, wir kommen hier nicht weiter. Dann gehe ich mal hier um den Dinger so rum, wenn es geht. Da sind wir nur da reingekommen, ne? Ja. Genau. Das zählt nur für hier. Ja, hier komme ich gar nicht rum um die Seite. Ja, jetzt will die Honigkuchen von uns. Ja, müssen wir irgendwann mal die Küche finden. So, hier ist ein Fahrstuhl. Oder? Das sind Gewichte. Da kann ich aber nichts mit machen, oder? Kann ich den mit dem Stock anpupsen hier? Nee, ich kann den nicht anpoken oder so. Ja, nö, nee, keine Ahnung. Hallo? Exit. So, hier ist die Fahrerkabine. Okay. Was soll das? Da zeigt der Pfeil nach links, hier nach da. Ja, und hier ist ein zusammengerollter Teppich. Dann ist hier so irgendeine Schale. Und das da eingeschlagen oder was? Wie so ein Vulkan hier. Was hat das zu bedeuten? Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan, Leute. Heieiei. Heieiei. Ja, so viele Eindrücke, aber man muss ja erstmal rausfinden, wie und was und wo, ne? War das jetzt das hier? Oder was ist das?
Nee, das ist noch eine neue Kammer hier. Was haben wir denn hier? Irgendein Apparillo? Ja, das kommt mir doch so ein bisschen bekannt vor. Aus der Automatenfabrik hier, das Ding. Wir können hier nichts manipulieren. Hier können wir was machen. Nee, können wir auch nicht. Ja, das ist scheinbar noch nicht aktiv für uns hier. Ja, im Moment ist es wirklich nur gucken, ne? So, was haben wir hier? Hier ist auch noch eine Tür, aber da können wir nichts machen. Hier geht's auch noch rein. Aha, hier ist auch noch ein Mechanismus. Okay. Was hat das zu bedeuten? Ah, hier können wir was machen. Aber wie üblich weiß ich natürlich nicht was, ne? Hier drehen sich hier in die Löcher, okay. Das sind irgendwie so Sonnen da um die Löcher, oder? Okay, das hat hier 1, 2, 3, 4 Stellungen. Und das hier hat auch ein paar Stellungen. Ja, aber was soll ich da genau machen? Ja, wenn du nicht weißt, was du da machst, dann dreh einfach dann rum, ne? Ist Standard. Aber ich weiß ja nicht, was ich damit tun soll. So, was haben wir noch hier? Na, hier können wir einen Hebel bewegen. Aber nur nach oben. Also es sind vor und zurück. Okay, mehr geht hier aber auch nicht. Ach Leute, ich weiß überhaupt nicht, was ich da tun soll. Haben wir das auch gesehen, aber mehr ist ja nicht, ne? Kann sie jetzt mit mir sprechen? Ich wollte fragen. Ah. Ja, wir reden mal über den Gärtner. Der Gärtner ist ein wenig merkwürdig, findest du nicht? Er würde keiner Fliege etwas zuleide tun. Aber er ist auch nicht viel klüger als eine Fliege. Okay. Ja, und seine Frau? Ich muss zurück nach Hause. Versuche dich daran zu gewöhnen. Es ist nicht wie ein offenes Haus, wo du kommen und gehen kannst, wie du willst. Oh. Habe ich jetzt Geneva angeklickt? Ich habe... Erzähl mir doch mal die Stadt. Mother Gane. Was tue ich hier, Aisha? Die Beduinen fanden dich irgendwo in der Wüste. Du warst in schlimmer Verfassung, aber sie haben sich gut um dich gekümmert. Der Arzt im Krankenhaus schickte dich zu uns, damit du dich erholen kannst. Ja, das haben wir jetzt schon öfters gehört. Nochmal über die Favorite. Die Lieblingsfrau wollte kaum mit mir sprechen. Sie ist von Natur aus misstrauisch. Aha. Sie gab mir zu verstehen, dass ich eine Menge Schwierigkeiten bekommen würde, wenn man mich dabei erwischen würde, dass ich in der Nähe des Prinzen herumlungere. Das überrascht mich nicht. Sie schützt ihre Position, als ob ihr Leben davon abhinge. Ja, ist ja wohl logisch, oder? Will ja keinen Nebenbuhler haben neben ihr. Und wenn ich ihren Platz einnehmen würde? Anne, du willst die Lieblingsfrau des Prinzen werden? Why not? Aber jemand in Genf könnte mir helfen. Und dort würde mich auch jemand kennen. Ich bin ganz sicher. Nur der Prinz kann dir erlauben, abzureisen. Das sagte ich dir doch schon. Ja. Ich will jetzt nämlich nicht, dass sie ja gleich Gespräch abbricht. Deswegen tue ich jetzt unterschiedlich durchwechseln. Verstehst du denn nicht? Ich muss ihren Platz übernehmen. Nur lang genug, um den Prinzen zu bitten, mich freizulassen. Aber das ist unmöglich. Ja. Warum nicht? Du hast dieselbe Größe wie die Lieblingsfrau. Und mit der richtigen Kleidung wärst du sogar noch verführerischer. Der Wächter wird zu sehr beschäftigt sein, nicht über seine eigene Zunge zu stolpern. Er hat doch gar keine. Er kann doch nicht reden. Hilfe.
Aber ich weiß nicht das Geringste über die Regeln des Harems. Aber ich kenne jedes kleinste Geheimnis. Hm. Ja, schön. Kannst uns helfen. Du willst mir helfen? Vorsicht, das ist gefährlich. Sehr gefährlich sogar. Wenn du Erfolg haben willst, muss jedes kleinste Detail stimmen. Okay. Ah, jetzt hat sie schon wieder nicht mehr. Ich kann noch weiterreden. Nochmal beim Prinz. Ich habe die Lieblingsfrau gesehen. Sie trägt immer dasselbe schwarze Seidenkleid, wenn sie den Prinzen besucht. Dann weißt du jetzt, was du tragen musst, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, wir müssen aber in das Kleid kommen, ne? Aisha, sag mir, wo die Lieblingsfrau ihr schwarzes Seidenkleid aufbewahrt. In ihren Räumen, in einer verschlossenen Truhe. Hm. Ja, wo sind ihre Räume? Wenn mich die Lieblingsfrau erwischt, wenn ich in ihren Räumen herumschnüffle, wird das für mich kein gutes Ende nehmen. Wir werden sie weit von ihren Räumen fortlocken. Ich kenne ihre Schwächen. Sie ist ein gieriger kleiner Vamp. Ich brauche den Schlüssel zu ihrer Truhe, Aisha. Immer der Reihe nach. Zuerst musst du in die Räume der Lieblingsfrau kommen. Okay. Aisha, die Tür der Lieblingsfrau ist verschlossen. Es gibt so etwas wie einen geheimen Mechanismus. Ja, nur sie selber kennt den Code. Oh, und natürlich Madame Zoafi. Aisha, die Tür der Lieblingsfrau ist verschlossen. Es gibt so etwas wie einen geheimen Mechanismus. Ja, nur sie selber kennt den Code. Ja, das war jetzt immer das Gleiche. Oh, und natürlich Madame Zoafi. Zoafi kennt also auch den Code. Ich will aber wieder nach Hause. Nach Hause, verstehst du? Ich will zu einem Arzt. Einem echten Arzt in Europa. Willst du nicht verstehen? Das hier ist Maurania und Europa ist weit weg. Ja, schön, okay. Also das hilft uns nicht sehr weiter. Gut, Leute. Und die Zeit ist natürlich wieder davongelaufen wie im Fluge. Also heute haben wir so eine richtige Palasttour gemacht ein bisschen, ne? Aber es gibt, glaube ich, noch viel mehr zu erkunden. Ja, mal sehen. Aber jetzt müssen wir so langsam mal rausfinden, wo wir jetzt hier ansetzen, ne? Wir haben jetzt so viele Sachen, wo wir eigentlich nichts dran machen können erst einmal, ne? Ich meine, wir haben da den Turm das gefunden, wo wir da was zusammenbrauen können. Es verfehlen uns aber noch Zutaten. Die müssen wir finden und ja, wir müssen irgendwie ins Zimmer kommen von dem Prinzen da hier. Ja, es gibt viel zu tun. Was ist denn eigentlich das hier hinten? Das kann man nicht angucken, ja. Auf jeden Fall, seid auf jeden Fall wieder dabei beim nächsten Mal. Ich würde mich freuen. Ich sage auf jeden Fall wieder Danke fürs Zuschauen und bis denne, euer Lego. Tschüss.